Hallo, mein Name ist Dr. Joachim Drafs, ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt in Celle. Heute geht es um das Thema Schwindel in der Allgemeinmedizin und in der Notfallambulanz. Ali Saber Terani hat 2018 mit zahlreichen Co-Autoren eine wunderbare Übersichtsarbeit über die Schwindeldiagnostik in der Zeitschrift Stroke veröffentlicht. Er zeigt darin, dass es sehr viel wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, dass die Art des Schwindels, die uns die Patienten beschreiben, also ist es ein Drehen oder ein Schwanken, ein Unsicherheitsgefühl, eine Benommenheit, uns gar nicht so viel Informationen gibt über die Ursache des Schwindels, also welche Diagnose dahinter steckt. Tatsächlich haben die Kollegen herausgefunden, dass das Timing und die Trigger viel entscheidender und wichtiger sind. Also Timing, zeitlicher Verlauf, Trigger, auslösende Bewegungen, aber auch Situationen. Brandt et al. Hatten ja in einer großen Studie am Deutschen Schwindelzentrum in München herausgefunden, dass die häufigsten Ursachen für Schwindel der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel und der phobische Schwankschwindel sind. Zusammen machen diese beiden Diagnosen schon ein Drittel aller Schwindeldiagnosen aus. Das ist eine ganze Menge. Und oftmals haben wir ja in der Praxis das Gefühl, Schwindelpatienten sind sehr schwer zu diagnostizieren. Oftmals kommen wir nicht wirklich weiter. Aber jetzt schauen wir uns mal das Konzept von Saber Terani et al. An diesen beiden Diagnosen, also phobischer Schwankschwindel und benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel. Erstmal der phobische Schwankschwindel. Timing und Trigger. Diese Patienten sagen, wenn ich in bestimmte Situationen gehe beim phobischen Schwankschwindel, dann habe ich meinen Schwindel. Das sagen die Patienten aber normalerweise nicht von sich heraus, nicht spontan, sondern man muss gezielt fragen, gibt es eine Situation, die ihren Schwindel auslöst? Und da kann man dann vielleicht Sachen hören wie, ja, in Aufzügen, engen Räumen, großen Plätzen, Menschenansammlungen. Immer wenn ich in diese Situation gehe, dann habe ich Schwindel. Das ist ein starker Hinweis auf einen phobischen Schwankschwindel. Und der zeitliche Verlauf, diese Patienten sagen dann, gehe ich aus der Situation wieder raus, dann dauert es noch eine Weile, kürzer oder länger, je nachdem wie schlimm die Erkrankung phobischer Schwankschwindel ist, und dann ist es wieder gut. Aber wehe, ich gehe wieder in die Situation, dann ist es gleich wieder da. Das ist typisch Timing und Trigger beim phobischen Schwankschwindel. Und die häufigste aller Schwindelursachen ist der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel. Timing, zeitlicher Verlauf. Die Patienten sagen, jeder Schwindelanfall dauert ein paar Sekunden. Literatur dazu weniger als eine Minute. In dieser Zeit haben viele massiven Schwindel. Viele berichten auch von einem Drehgefühl. Aber, wie vorhin schon gesagt, das ist nicht das entscheidende Kriterium, sondern dieser zeitliche Verlauf. Massiver Schwindel für weniger als eine Minute. Das zweite ist Auslöser. Beim benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel sagen die Patienten, wenn ich mich hinlege, dann kommt der Schwindel. Oder wenn ich im Liegen mich auf die Seite drehe. Aber manchmal können die Patienten das von sich aus gar nicht so spontan beschreiben. Auch hier die gezielte Frage. Und das ist eine Schlüsselfrage in der Schwindeldiagnostik. Also wann immer Sie einen Patienten sehen mit Schwindel, dann sollte eigentlich die Frage kommen, was passiert, wenn Sie im Bett liegen, ganz ruhig auf dem Rücken und drehen sich auf die Seite? Kommt dann der Schwindel? Und wenn er diese Frage bejaht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel die Ursache ist. Ich hoffe, das hat geholfen. Das war's für heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.